Hallo und herzlich willkommen zu Borderlands 2, wo ihr diesmal mal wieder nur mich hört, weil der liebe Joker beim Wechseln des Mikrofons wieder vergessen hat, in den Einstellungen was umzustellen. Ist ja nicht so schlimm, kann ja mal passieren. Hier seht ihr aber gerade den Joker, wie er sich umguckt und dem Claptrap da hinten, ah ne, das ist eine Kiste, auf jeden Fall sich die Umgebung anguckt, jetzt beim Spielbeitritt und dann feststellt, dass er neben mir steht. Und dann geht's auch bald schon los. In der Folge geht es darum, dass wir dem Slap-Chef oder was auch immer er sich nennt, hat auch einen Namen, kommt auch nachher vor, uns anschließen. Wir hatten ja in der letzten Folge sind wir schon, ja, bis zum ersten, quasi bis zum ersten Zwischencheckpoint gelaufen. Aber das Spiel speichert ja auch immer, ja, es speichert zwar an bestimmten Stellen ab, immer wenn da so ein komischer Roboterarm so ist, allerdings, wenn man dann halt ausmacht und wieder neu startet, startet man immer am Kartenanfang und alle Gegner sind wieder da, außerhalb Bosse, glaube ich. Wobei auch Bosse zum Teil wieder kommen. Aber ja, auf jeden Fall deswegen müssen wir bis dahin jetzt nochmal machen. Ich lasse das Ganze, wie ihr euch vielleicht aufgefallen ist, erstens ohne Ton, weil ihr sonst die ganze Zeit noch mein halbes Gebrabbel im Hintergrund hören würdet. Und zweitens halt in 2,5-facher Geschwindigkeit durchlaufen. Das war mein Handy. Außer natürlich Szenen, ist ein paar Szenen, wo jemand spricht, die habe ich dann auf laut gestellt. Und damit das Ganze nicht zu leer klingt, wenn ich hier alleine quatsche, habe ich mal wieder mein Lieblingslied in den Hintergrund gesetzt. Was ihr vielleicht aus meinem Kanal Vorschau-Dingsbums da kennt. Wenn nicht, guckt es euch mal an. Mir hat es sehr gut gefallen. Okay, ich habe es auch selbst gemacht, hast du gesehen. Ja. Was kann ich denn noch erzählen? Ist halt, wenn man einfach spielt und dabei redet, ist das wesentlich einfacher, als wenn man hinter irgendwas darüber prabbelt. Aber hier hatten wir sehr viel Spaß, weil wir diese ganze Zeit diese Kopter um uns drumherum hatten und die haben ziemlich einen Kack gemacht. Irgendwie die abzuschießen ist nicht so schön, wobei mit einem Schnellfeuerwaffen geht es ganz gut. Mit Pumpgun geht es auch wunderbar, wenn sie halt nah genug rankommen. Mit dem Sniper macht es auch sehr viel Spaß, wenn man es denn schafft, dass der entweder stehen bleibt oder man irgendwie im Flug den Piloten abschießt. Ich glaube, wenn man dem Piloten sogar einen Headshot gibt, ist der mehr oder minder sofort weg, der Kopter. Aber das klappt eher selten. Da seht ihr, wie ich gerade mit einer Pumpgun versuche, sie abzuschießen und der Joker mit seiner Pistole. Was wollte ich gerade eben noch Gedanken? Mein Gedanke ist schon wieder entfallen. Ach ja, wir hatten dann eine Diskussion, was das für Kopter eigentlich sind, ob das ein Gyrokopter ist oder ein, keine Ahnung, Helikopter, weiß ich jetzt nicht. Weil Gyrokopter sind ja eigentlich so Maschinen, wo man sich quasi reinsetzt und man den Mittelteil der Maschine bildet und drum um einen drumherum dann das Gestell ist und dann oben drüber schon direkt der Propeller oder halt daneben oder wie auch immer es gebaut ist. Und das hier ist ja jetzt eigentlich schon mehr so ein richtiges Flugzeug-Dingsbums, wo auch mehrere Menschen drin sind. Ich weiß nicht, ob man es schon mal gesehen hat. Rechts und links sitzen manchmal noch Einzelne, die dann auch von dort runterschießen. Was ziemlich nervig sein kann, weil die natürlich, weil wenn man den Kopter abschießt, dann kommen die auch runter, zum Teil. Je nachdem, wie man den Kopter abschießt, können die sogar überleben und dann nochmal weiterkämpfen. Ja, und hier metzeln wir uns halt durch das Lager durch. Ich muss zugeben, dass ich jetzt aufpassen muss, dass das alles hier synchron ist, weil, ich versuche es immer, ich mache es immer so, dass ich mir einfach das Video angucke und dann dazu euch was erzähle. Allerdings ist das nicht immer so 100% synchron. Das Video abspielen nicht so ganz läuft, wie ich mir das wünsche. Aber ich wollte es jetzt nicht nochmal komplett durchrendern und dann erst abspielen mit einem Programm, was das besser kann. Und dann wieder rein importieren und dann wieder durchrendern lassen. Das wäre viel zu viel Aufwand. So, jetzt glaube ich, kommt auch schon die erste Szene. Und da habt ihr auch schon gehört, was unser Auftrag jetzt ist. Wir müssen dem Slap King beweisen, dass wir gut genug für seine Gang sind. Was
eigentlich ja kein Problem wäre, wenn man nicht von ihm tausende Gegner vorgesetzt bekommt. Aber das ist jetzt gleich, also erstmal räumen wir hier aus noch mal ein bisschen auf, glaube ich. Wir sind ja auf der falschen Insel, sondern, weil ihr habt es vielleicht gesehen, dass da so verschiedene Inseln sind mit so Brücken, da ist gerade eine Brücke, wo wir drauf sind. Brücken verbunden und da kann man ziemlich viel machen. Man kann auch runterfallen, dann muss man, ich weiß nicht, ob man direkt stirbt, weil man da außenrum wieder hochlaufen muss. Gab beides, dann, je nachdem, wo man runterfällt. Wir hatten uns auch überlegt, an der Stelle, weil hier relativ viele von den, heißen sie jetzt nochmal, den großen Viechern, die wir in unseren Kopf verlieren, rot werden. Genau, fällt der Name gerade nicht ein, egal. Auf jeden Fall, die haben ein besonderes Special, nämlich halt, wenn die den Kopf verlieren, dann werden sie zu so einem aggressiven Viech, was alles angreift. Und wenn man dann sozusagen die unterstützt, dass sie Gegner besiegen, dann können die auch die aufsteigen, aufleveln, also Erfahrungspunkte kriegen. Was dazu führt, dass die halt dann zu einem besonders fetten Badass werden. Und am Ende sind die irgendwie, ach ja, hier ist ein Goliath, haha, Goliath, und dann können die zu einem sogenannten Godliath aufsteigen. Kleiner Wortwitz. Auf jeden Fall, wenn man diesen dann besiegt, bekommt man auch einen Erfolg dafür. Das hatte ich mir rausgesucht und wollten wir eigentlich mal versuchen, allerdings hat das nicht so ganz funktioniert. Ich weiß nicht, was jetzt, ich glaube, es ist auch schon wieder vorbei. Werden wir also folglich nochmal wann anders versuchen. Ich weiß auch noch nicht genau, wie und wann, wo, vielleicht außerhalb der Story, also dass wir uns irgendwann mal einfach hinhocken und dann das versuchen. Das Problem ist nur, je nachdem, wo man es macht, es gibt halt ein paar Stellen, die dafür prädestiniert sind. Zum Beispiel eine Stelle, wo wir schon längst waren, relativ am Anfang, die dafür sehr gut ist. Nur, wenn ihr euch überlegt, man wird ja auch stärker, ich weiß nicht, wie weit die Monster auch alle stärker werden oder wie weit die zum Teil auch schwächer bleiben. Nicht, dass man die dann nachher ohne Probleme einfach wegknallt und man das, den Erfolg dadurch nicht mehr schafft. Man muss allerdings auch aufpassen, dass der Goliath nicht von anderen zu sehr gekillt wird, weil sonst, wenn er tot ist, ist er tot. Dann kann man ihn selbst nicht mehr umbringen, dann steigt auch keine Stufen mehr auf. Bisschen doof, aber klappt schon irgendwie. Also werden wir dann bei Gelegenheit mal angehen. Ich werde auch noch ein paar andere Erfolge raussuchen, angucken, was es da so gibt und dann werden wir euch auch davon berichten und die vielleicht mal angehen und dann uns angucken. Tutorials dazu kann ich leider nicht machen, das ist nicht meine Stärke. Und da habe ich vergessen, eine Stelle nochmal laut zu stellen. Das ist doof. Er sagt halt das wieder. Also ihr könnt nun vorher auch mal kurz pausieren und euch durchlesen. Er wünscht uns halt herzlich willkommen in der Arena und schickt die Soldaten alle auf uns. Das ist im Endeffekt alles. Jetzt kommt ein relativ nerviger Kampf, weil halt nicht alle Gegner auf einmal kommen, sondern nacheinander von ihm runtergeschickt werden. Und wir sie halt alle besiegen müssen oder sollten. Ja, die Waffe willst du haben. Da freut sich der Joker übrigens riesig über seine neue Waffe. Weil das ist, wie ihr vielleicht seht, eine relativ normale, ein normales Sturmgewehr, was einfach ganz normal Schnellfeuermodus hat. Nicht irgendwie langsam fliegende Kugeln, nicht irgendwie explosive Kugeln, Feuer, was auch immer, so ein ganz normales Sturmgewehr. Und die sind echt angenehm. Also das ist mir auch im Singleplayer aufgefallen, da habe ich auch so ein Teil bekommen. Die sind doch wesentlich einfacher zu nutzen als andere Waffen meistens. Und dafür hat es halt nur 13 Munition, das war ein bisschen ärgerlich. Ich weiß nicht, ob er vielleicht irgendwie einen Skill hat oder Skill haben kann, der ihm Munitionsmaximal erhöht. Das wäre natürlich dann ganz praktisch, aber ja. Ich weiß auch nicht, wie es Joker geskillt ist, kann ich mir bei Gelegenheit auch mal angucken. Kann auch gerne was zu den Skillungen mal sagen, weil fällt mir gerade ein, weil es gibt ja jedes Mal für jeden Charakter 3 Skillungen. Und also ich bin zum Beispiel ja auf Scharfschütze geskillt komplett. Das heißt einfach kritischer Trefferschaden und, erhöht und Nachladegeschwindigkeit habe ich glaube ich auch ziemlich erhöht, was sehr angenehm ist, gerade wenn man eine gute Pistole hat. Und halt. So, dann ist der Kampf aber auch jetzt schon vorbei, glaube ich. Da looten wir noch ein bisschen und dann kommt da auch schon. Ah ne, da fehlt noch der letzte Goliath. Da ist er. Da ist er gerade aufgestiegen zum Super Badass Goliath, habt ihr vielleicht gesehen. Davor war nur ein Badass Goliath. Hättest du den erwischt, wäre ich nicht aufgestanden.
nur eins sagen. Oh, sind beide. Das war geil! Was willst du? Erstmal plündern. Du bist der größte Badass aller Zeiten. Und du hast die Aufnahme überlebt. Stolz nenne ich dich einen Slam. Also, sie sind uns offiziell beigetreten. Geil. Dann quatschen wir am besten einfach mal an. Ja, psst, geil. Psst. Wir sind alle so stolz, dass du unsere Freunde und Brüder getötet hast. Du bist einfach nur cool. Deswegen heißt er auch sarkastischer Slap. Weil er absolut nicht sarkastisch gemeint ist. Weißt du, worauf ich Lust habe? Mit einer Pump in den Kopf ist nicht wirklich nicht nett, ne? Bei mir nicht. Dann quatschen. Hab mich schon gefragt, wann Roland seinen Gefallen einfordert. Der Bunker, hä? Da du jetzt einer von uns bist, könnten meine Kopter dir helfen, den Platz zu machen. Richte Roland aus, dass ich dabei bin. Tolle Leistung. Mit Brick an unserer Seite dürfte es leichter werden, an dem Bunker vorbeizukommen, der Angel schützt. Komm jetzt zurück. Dann sehen wir mal, wie wir durch die Tür kommen, die sich nur für Jack öffnet. Ich mach dir die Tür auf. Ich möchte den Hammer haben, den der da auf dem Rücken hat. Was oben ist. Ja doch, davon ist eine Treppe. Aber ich möchte halt erst gucken, ob der noch irgendwas quatscht hier, wenn er die Tür aufmacht. Dann hat der Kammerjäger also die Slaps getroffen. Was für eine herrliche Chance, zwei Banditen mit einem Mörserschlag zu töten. Zieltransmitter initialisiert. Beginne mit Mörserbombardierung. King, er schießt wieder Mörser ab. Er setzt Mörser ein. Oh, verdammt, Slap! Wir müssen diese Mörser aufhalten. Sonst wird niemand übrig sein, der dir mit dem Bunker hilft. Dann können wir jetzt hier nicht in Ruhe plündern, schade. Folge mir! Jack muss einige Transmitter gesetzt haben, um seine Mörser zu leiten. Wenn wir die Transmitter nicht zerstören, sind wir geliefert. Ja, und da habt ihr jetzt auch gehört, was das Problem ist mit, was ich meinte, wenn man nur eine Stimme hört, man hört mich die ganze Zeit reden, irgendwie unzusammenhängendes Zeug. Es ging übrigens darum, dass beim Joker, wie ihr gesehen habt in der Aufnahme, relativ viel Blut darum gespritzt hat. Bei mir ist gar kein Blut. Weil, keine Ahnung, irgendwie Grafikeinstellungen zu niedrig oder ich weiß es nicht. War auch noch irgendwas, ich hab's schon wieder vergessen. Aber an der Stelle ist die Folge dann auch schon vorbei und ich bedanke mich fürs Zuhören oder Zuschauen auch. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu schlimm für die Augen, weil das ein relativ hohes Tempo war. Und wir sehen uns dann aber nächste Woche, glaube ich, in der nächsten Folge dann wieder, wo wir dann mithilfe von Roland uns überlegen, wie wir an der Tür vorbeikommen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, macht es gut.